Feuerwehr ist knapp vor der halben Elfe zu einem Brand von einem Reichertal aufgebaut worden. Wo sie vor Ort gekommen ist, hat sie die Situation angetroffen. Die Scheuer im Hintergrund, die hat im Vorderbereich bereits gebrannt. Es ist eine Person leicht verletzt, weil sie gerade im Spital ist und bei den Rettungsarbeiten vom Hof her tätig war. Die grosse Herausforderung ist, dass 400 Ferkel in dieser Scheuer hinten drin waren. Die Kälbchen konnte man rausnehmen, aber die Ferkel leider nicht mehr. Weil das Dach und der Boden eingestürzt ist, muss man davon ausgehen, dass die Säue verstorben sind. Jetzt ist die Feuerwehr Wickertal mit etwas knapp über 70 Leuten vor Ort. Die Feuerwehr Zofingen mit dem Autodreileiter, der die Löscharbeit unterstützt. Und die Feuerwehr Hürntal, der auch noch unterstützt, weil es Sommerferien ist und sicher genug. Jetzt die Herausforderungen, die wir haben, sind folgende. Wir haben hinten einen Wald, der ausgerechnet worden ist durch Strahlungswerte vom Feuer, die wir jetzt primär halten müssen. Dann die Löscharbeiten von dieser Scheuer aufwendig sind mit dem Heu und die Silo und die angrenzende Werkstatt, die können wir und werden wir halten.